Ja, hallo und herzlich willkommen im Keller. Kleines, wirklich ganz kleines Video. Erstmal zum Inhalt. Es gibt einen schönen, tollen Livestream, also die Aufnahme vom Livestream zum späteren nochmal wiedergeben, von einem Vortrag vom Herrn Professor Ammer von der Uni Göttingen, der im Rahmen dessen, dass sich ja der Stadtwald Heiligenstadt oder zumindest Teile derjenigen, die für den Stadtwald Heiligenstadt verantwortlich sind, das Ding liegt in Thüringen, für nur diejenigen, die da gar nicht wissen, wovon ich rede, die haben das Problem, beziehungsweise den Waldkonflikt, so darf man es sicherlich nennen, dass nicht ganz sicher ist, beziehungsweise man sich nicht einig ist, was man denn mit dem Wald jetzt machen möchte und wie man da weiter mit verfahren will. Denn zur Debatte steht eben, nimmt man den aus der Nutzung, macht ein großes Schutzgebiet raus, also große Teile davon aus der Nutzung, wohlgemerkt, also wirklich große Teile, oder lässt man ihn mehr oder weniger wie es ist, bewirtschaftet ihn weiter. Und die Frage lautet, und dazu habe ich auch schon mal was erzählt, aber das verlinke ich euch unten, die Frage lautet eben weiter, was für Auswirkungen hätte denn eine Unterschutzstellung? Ist damit denn jetzt automatisch zu erwarten, dass man da was gegen den Klimawandel tut, dass man da was für die Biodiversität tut, dass da alles quasi alle Öko-Faktoren, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, damit automatisch besser werden. So, ich habe in meinem kleinen Vortrag, wie gesagt, unten verlinkt, neben dem Vortrag, für den ich euch gerade erwärmen möchte, der ist auch natürlich unten verlinkt, aber in meinem Vortrag habe ich auch schon mehr oder weniger das zum Ausdruck gebracht, halt in meiner Art und Weise, dass es nicht zwingend sein muss, dass eine Unterschutzstellung jetzt in irgendeiner Form super dolle, also eine erste Nutzungnehmung, so rum eigentlich, super tolle Vorteile bringt. Ja, und ich habe mich sehr gefreut, dass das der Herr Professor Ammer, von dem man eben jetzt diesen aktuellen Vortrag sehen kann und hören kann, ähnlich sieht wie ich. Offenbar eher auch der Meinung, dass eine aus der Nutzung Nehmerei Nehmung, ganz schwer das irgendwie jetzt zu formulieren, wahrscheinlich jetzt auch keinen allzu großen Nutzen für die Natur unmittelbar bringen würde. Und dann kommt halt eben noch dazu diese ewige Debatte, wenn man Holz aus der Nutzung nimmt, ist das jetzt gut fürs Klima, ist das jetzt schlecht fürs Klima, was bringt da mehr, was bringt da langfristig die größeren Erfolge, was hat kurzfristig die höhere Auswirkungen. Dazu hatte ich mich auch schon ein bisschen geäußert, aber das ist alles halt auf sehr hochwissenschaftlichem Niveau, wie das der Herr Professor erklärt, ist ja auch zu erwarten, wenn man sich einen Professor schnappt, dass der das dann auf hochwissenschaftlichem Niveau zu erklären versucht. Ja, und viele interessante neue Forschungsergebnisse dabei, das war für mich auch jetzt nicht super, super überraschend neu, aber neu schon, weil ich die entsprechenden Arbeiten dazu auch noch nicht gelesen habe, bin ich gerade am dabei, ja, sozusagen, mich da nochmal ein bisschen in die Materie einzulesen, weil da schon sehr einige sehr spannende Forschungsergebnisse dabei sind. Und ja, da merkt man dann auch, der entsprechende Prof vom entsprechenden Fachgebiet steckt da halt dann doch nochmal deutlich mehr in der Materie, in seinem Fachgebiet, als zum Beispiel ich, der ich eben so versuche, ein bisschen Universalwaldwissen weiterzugeben. Und ich habe ja kein das Fachgebiet, in dem ich alles lese und dann alles weiß. Und da ist halt schon auch mal wichtig, einen Fachwissenschaftler sich da anzuhören. Und ich kann das nur wärmstens empfehlen, wer da irgendwie jetzt Interesse an ein bisschen detaillierterer und etwas wissenschaftlichem Waldwissen hat. Und wenn die Frage, ob man den Wald jetzt nur aus der Nutzung nehmen soll, ja, nein, vielleicht, besonders interessiert, dem kann ich das auch nochmal herzlich ans Herz legen. Ja, genau das. So, das wäre es auch schon gewesen. Kleiner Gruß aus dem Keller. Vielleicht ist euch aufgefallen, noch kurz in eigener Sache, ich habe mein alternatives Objektiv benutzt. Das hat keinen Autofokus, sondern ich muss jetzt versuchen, mein Gesicht nicht zu weit zu vorne oder zu nach hinten zu bewegen, sonst wird es nämlich unscharf. Dafür sollte das Bild aber theoretisch besser sein. Nicht das Motiv, ja, das Bild. Und vielleicht, wenn euch das interessiert und wenn ihr euch mit sowas auskennt und wenn ihr mir dazu in irgendeiner Form eine Rückmeldung geben wollt in den Kommentaren, dann bin ich dankbar. Und das war es aber jetzt auch, sonst wird das hier schon wieder viel zu lang. Ich wollte ja nur kurz auf das Vorhandensein dieses Vortrags vom Herrn Professor Ammer hinweisen. Ja. Also, Dankeschön und wenn ihr da reingucken wollt, würde es mich freuen. Und wenn nicht, ist auch okay. Und dann ansonsten bis zum nächsten Mal. Nächstes Video kommt ganz, ganz bald. Macht's gut.